die Karte an der Wand. Warte. Kann ich nicht. Kann ich nicht mitnehmen. Ja. Ich wusste es. Ich hätte es so schön verdrängt. Ich musste nachher irgendwelche Türen noch. Ja, irgendwie. Okay. Hier ist es einfach nur Mut. Ich glaube, hier hatte ich elendig versagt. Ich weiß es aber nicht mehr so genau. Jetzt weiß ich auch, warum ich immer so ein mulmiges Gefühl hatte nach dem Mond, beim Mond. Ist hier klingeln, da ist es. Gib's mir. Muss da wirklich hochgehen, ne? Bling. Hier wäre ich jetzt rumgekommen, oder? Ja. Hauptsache, hier steht eine Schubkarre. Das ist wichtig. Okay, jetzt gehen wir dann auf die Mittelfläche. Und dann werden wir uns... Irgendwas hat das mit den Röhren auf sich. Oh, da unten ist diese komische Tanzfläche. Also, wir müssen die tanzen lassen, ne? Irgendwie war das, wir müssen die tanzen lassen oder sowas. Nur wie nichts Genaues weiß man. Eine Giertarre. Zack. Oh Gott. So. Dann gehen wir da nochmal die Treppe hoch. In die Türen kam ich noch nicht rein, ne? Die waren noch zu, ne? Etwas blockiert die Tür. Die Tür auch. Okay. Da hinten sind noch Türen, aber da kamen wir ja noch nicht hin. Das ist ja... Da ist noch eine Schubkarre. Welche Schubkarre habe ich übersehen? Da! Ja, sehr schön. Adlerauge. Adlerauge.
Sehr schön, sehr schön. Na gut, dann machen wir das jetzt zusammen, ne? Ich habe es ja nie geschafft. Oh Gott. Hühnerauge, sei wachsam. Ja, ja. Da ist die Tanzfläche. Oh mein Gott. Wie sieht's denn hier aus? Und mittendrin ist der DJ Rainer am Pult. Nein. Und mittendrin unser Onkel. Bin ich wieder am Eingang? Aber ich will da rein. Oh, jetzt kann ich hier rein. Oh, ja, die Rätsel. Uff. So, jetzt müssen wir mal angucken hier das Ganze. Hier ist das Krokodil. Da müssen wir durch den Gang durchkriechen, ne? Bei den Schweinen reinkriechen und dann... Oh Gott. Da oben. Aber wo kamen wir jetzt dort rein? Da sind die Klappen und die müssen wir durch, oder nicht? War das nicht so? Ich habe dieses Rätsel nie gemocht. Echt nicht. Und hier müssen wir rein. Bei dem hier müssen wir rein. Den müssen wir da rausholen, besser gesagt. So, du kommst mal mit. I will get my revenge, Bobby Gray. Revenge? Ist doch schön, wenn alles, wenn es dem alten Onkel gut geht. Ich freue mich für ihn. Ich freue mich für ihn. So. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wo ich hier bin. Und ihr könnt mir glauben, ich habe mich absolut verlaufen. Ach, da ist das Raumschiff. Guck mal. Ich nehme mit. Dich nehmen wir auch mit. Stühle können wir nicht mitnehmen. Dich nehmen wir mit, du bist ein Puzzleteil. Hier geht's irgendwo runter noch, bestimmt. Auf jeden Fall geht's hier wieder hoch.
Aber ich will jetzt gerade mal. Das nehmen wir mit. Ah! Und guckt euch mal an, was das wert ist. 2000. Dieses billig UFO ist 2000 wert. Es ist nicht wahr. Wir kriegen nicht annähernd 10.000 hier raus, ne? Nicht mal, wenn wir alle Flaschen der Welt. Nicht mal, wenn wir alle Flaschen der Welt finden. Also, tatsächlich ist es so, dass wir die normalen Gegenstände alle gefunden haben. Bin ich von hier gekommen? Ja, von hier bin ich gekommen. Lieber Danny, es tut mir leid, wenn ich heute nicht so aufmerksam war dem Chat gegenüber. Aber ich wünsche dir natürlich eine. Wie war eigentlich deine letzte Nacht? Sag mal. Du musstest ja zum Einsatz, fällt mir mal gerade ein. Ich wünsche dir trotzdem schon mal eine gute Nacht. Und süße Träume. Wir mussten hier irgendwo rein. Reinkrabbeln. Warte mal. Wie war denn das? Hier? Ich muss darüber irgendwie, ne? Komme ich hier rüber? Nee, komme ich nicht. Aber hier liegt noch was im Regal. Ist das schon alles gewesen? Tada! Das war tatsächlich schon alles gewesen. Muss ich den hier nicht befreien? Ich meine, jetzt da reinkriechen, dann hier durch, guck mal, hier sind Spuren, da oben lang. Nein, muss ich nicht, okay. Wenn das alles schon war, dann ist ja gut. Hier ist Exit, nein, da ist Exit. Ihr seid euch ganz sicher? Ich weiß zwar nicht, wer hier den Müll hingeschmissen hat, aber ist okay. Uff. Das war schon? Ich habe das ganz anders in Erinnerung. Ich bin da rumgeirrt wie so eine. Naja, ich will es jetzt nicht sagen. Sorry, Leute, dass ich gerade so still war, aber das war wirklich. So, warte mal. Hier hatten wir vorhin noch das Seil gesehen, was wir mitnehmen können. Eieiei. Autounfall, nur Blechschaden und ein paar blaue Flecken, aber wir waren bis 2:30 draußen. Und 3 musste ich ja wieder aufstehen. Oh nein. Dann jetzt ab ins Bett. Und schlafte ein paar Stunden gut. Lieber Dani, bis nächstes Mal. Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier auch die Secrets und so weiter gefunden habe.
Living the dream. Collect all big machines. Also alle großen Maschinen haben weggekriegt. Sammelobjekte fehlen zwei. Naja, ich glaube, das können wir verschmerzen. Sammelobjekte. Ne? Wir können ja hier wieder her. Hau das Metall kaputt, dann hast du nur noch 86. Eieiei. So, ihr Lieben. Dann wären wir jetzt wohl gerade mal eine größere Veranstaltung des Verkaufens machen müssen, ne? Damit wir wieder Geld haben. Das hat ausgesehen wie das U-Boot, wie das Boot vom Sumpf, habe ich auch gedacht. Ich dachte, ich bin die Einzige, die so gedacht hat. Okay, die Kasse ist verdreckt, die müssen wir mal putzen und schön mit Wasser vor allen Dingen. Ne, na toll, Andrina, wirklich. Ah, das war mein Finger, das war der falsche Finger. Ah, das ist doch gemein. So. Das ist alles gut. Gut. Der Fernseher wird natürlich auch so sauber gemacht. Ist doch klar, oder? Bevor ich es jetzt wieder falsch mache. Ja, Finger verbrannt tatsächlich, Oma Lizzie. Finger verbrannt. Hab auf die Herdplatte gepackt. War nicht eins meiner besten Dinge, die ich gemacht habe. Das sah aus wie ein DDR-Fernseher. Guru, ist das eine Mikrowelle? Echt jetzt? Aber ich hätte es ja auch lesen können, ne? Das ist ein TV-Fernseher, sag ich doch. So, aber das Bild können wir noch heile klopfen. Ach, Tarnmodus der UFOs. Ah. Oh Gott. Steht dieses Riesenteil hier bei mir. Andere seid ihr auch noch? Tatsächlich. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Ach, da. Tada, fertig. Einmal pusten, ja, damit wird es wahrscheinlich nicht reichen, aber wird schon, wird schon. Wir jammern nicht mehr. Wir passen jetzt wieder auf. Das ist einfach nur, weil ich nicht immer dran denke. Wir haben einen... Oh Gott, was ist das? Das ist der Spülkasten von dem Herzchenklo. Das ist der Spülkasten von dem Herzchenklo. Jetzt brauchen wir noch eine Schüssel und einen Deckel. Ach du Dummlöcher. Oh Gott. Ach ja, glaube, da kommt doch noch eine ganze Menge auf uns zu, kann das sein? Puzzleteil. Doch noch keins. Kriegen wir den Anzug fertig, oder das ist dieses komische Ghostbusters-Ding? Ist das jetzt fertig? Warte. Jawolla! Siehste, wieder ein Teil mehr. So, rein theoretisch und praktisch gesehen müssten wir jetzt noch zwei Klopapierdinger irgendwo finden können. Ja, zwei Stück fehlen uns noch.
Also, lieber Swiftfuchs, ich konnte mich doch an die Location erinnern, dass die da getanzt haben und so. Wollte ich nur kurz noch mal erwähnt haben. So. Das UFO. 2000. Echt jetzt. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Wir schicken erstmal die Mail los. Hallo, um nach Hause zurückzukehren, bababa, einpacken und versenden, da kriegen wir schon mal 1000. Und dann haben wir eine neue Adler-Event. Schon wieder? Also, hi Cousin, ich will unbedingt einen Digger. Was zum Henker ist das? Zuletzt habe ich einen in Knuckles Scheune gesehen. Ich habe die nötige Kohle, man sieht sich an Weihnachten. Ah ja. Und was kriegt man beim... Macht euch bereit für ultimatives Saison-Event der Adler. Seid bereit, Bahnfinders. Mhm. Also, es geht weiter. Ich dachte, der Mut ist das Letzte. Na gut. Wir starten. Unsere Verkaufsaktion. Wenn es geht heute noch. In Windeseile. Ich versuche es alles so schnell wie möglich zu erledigen. Haben wir alles, ja, ne? Komm. Zack. Wir öffnen. Der Stuhl sieht ja mal richtig gemütlich aus, oder? Wir haben noch 16 Teile auf Lager. Das ist gut. Das ist nicht so viel. Der Mond ist das Letzte. Wie doppelsinnig. Ja, nein. Mir wird schon wieder... Ach nee, da will einer gleich das U-Boot kaufen. Du willst... Was willst du denn mit dem U-Boot? Nimm's mit. Nimm's mit. Wer braucht's schon? Ach, Blümchen hatten wir auch noch. Tja. Der gemütliche Stuhl wäre was für deinen Onkel. Ja, ja. Der würde dann hoffentlich nie wieder trinken gehen. Ja. Sehr gerne, sehr gerne. Wenn du mit der Schubkarre glücklich bist und sie mir nicht gleich wiederbringst, könnten wir da uns einig werden. Kommen Sie rein. Oh, ich hab den. Nein, die Kabelrolle will ich nicht. Tut mir leid. Jetzt habe ich den übersehen. Echt jetzt? Ja, ja. Nimm mit dem Ball. Kannst du dann Ball spielen. Ach, ja. Ja. Hier passt noch was rein. Nein. Wir haben, glaube ich, nur noch großes Zeug. Kann das sein? Zwei Stück. Ja. Wo ist der zweite? Ach, da. Also, da. Ja. Nimm die Glotze mit, ich brauche sie auch nicht. Oh, jetzt werden die goldenen, nein, nicht die goldenen, aber die Klos verkauft. Endlich mal saubere Schüsseln hier. Nie benutzt, niegelnagelneu. Was kriege ich dafür? 222. Okay. Ja, ja, ich falsch sowieso nicht. Also ich möchte am Ende des Verkaufs mindestens 30.000 Tacken in der Tasche haben, aber ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, da habe ich mich, also wirklich, da habe ich viel zu viel ausgegeben bei den Bieter-Dingsbums. Das wären niemals über 30.000 Tacken. Weil wir hatten 27 und verkaufen ja jetzt von zwei Locations. Okay.